So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde League of Legandos. Heute mal wieder Fuck the Meta. Und zwar Vayne mit Smite. Wir gehen auf dieses wunderschöne Item hier, den Blutschnitter, dann noch Jinsus. Und ja, gucken wir mal, wie das Ganze wird. Wartet mal. That's why invade. Ja. Theorie ist hinter natürlich hier 3% Max HP. Pro Damage OP plus Vayne W, geil, geil, plus Jinsus, bam, bam, beam, Verwurf, Battle, boom, übelste Explosion beim Gegner, wenn ich ihn auto-tacke. Das ist die Theorie. Gucken wir mal, wie es in der Praxis aussieht. Wir spielen gegen Taric und Kalista. Ist, denke ich, eine humane Lane. Größter Nachteil ist natürlich im Early Game, ich habe Smite dabei, kein Heal auf der Lane, bis ich also quasi das Jungle-Item fertig habe, bin ich ein Stück weit unterlegen. Aber man sieht zum Beispiel schon mal einen Vorteil. Man kann den Gromp schneller machen, auch wenn der Gromp irgendwie nicht mehr so useful ist. Wobei, hat er jetzt keine XP bekommen? Ich glaube, ich habe Solo-XP bekommen. Na gut, mein Level 2 ist richtig sick. Okay, gucken wir mal. Die haben das auch gemacht, sind ein bisschen langsamer gewesen. Natürlich, weil sie keinen Smite hatten, die Lappen. So. Laning Phase wird wahrscheinlich nicht die spektakulärste werden. Mit Vayne war das noch nie spektakulär, weil du da einfach nur aufpassen musst, dass du nicht verreckst. Wobei Terry, glaube ich, einer der, sagen wir mal, entspannteren Supporter für mich ist. Kein Poke. Da ärgere ich mich natürlich nicht drüber. Wäre das jetzt irgendwas Aggressives wie Trash oder so. Wow. Wie Trash oder so gewesen, hätte ich schon gesagt. Ah, nicht so geil. Aber hier, ich kann den Stun super easy tumblen. Also mein Q kann ich benutzen, um den Stun zu dodgen. Da sollte eigentlich alles relativ easy sein. Darf mich halt nur nicht von der. Da. Ja, nee, nee. Free Damage auf Kalista nehme ich gerne mit. Aua. Ja, Terry gucken ist jetzt nicht so unbedingt das, wo ich sage, geil, Blitzcrank, ich liebe dich. Da will ich dann doch lieber erstmal ein bisschen farmen, weil es kostet doch so viel Mana. Wobei Terry hat nur noch einen Pot, der hat doch schon ziemlich viel Jungle Creeps getankt. Gucken wir mal. Level 3, muss ich ein bisschen aufpassen. Er hat geblockt. So. Zack, Farm sieht gut aus. Gleich auf. Ich glaube, ein bisschen ahead, glaube ich, weil die Lane reinpusht. Ansonsten können wir gleich mal durchgehen, was wir sonst noch so an Gegner und an Teammates haben. Wir haben Blitzcrank Support, wie manche vielleicht schon gesehen haben könnten. Dann haben wir noch Lee Sin Jungle, Asia Mitte und Gangplank Top. Kombo, die eigentlich jetzt mal gar nicht mal so schwach ist. Frontline lässt aber ein bisschen zu wünschen übrig. Da freue ich mich nicht so drüber. Oh, der Stun hat gehittet. Aber I don't care. Aua. Und die Gegner haben ein bisschen ekligeres Matchup, für mich zumindest. Die haben Fizz, sie haben Fiddlesticks, sie haben Kayle. Und die Botlane, ja, die wird mir keinen Ärger machen. Aber ich denke, das einzige Problem wird der Fiddle eventuell werden, wenn der fett wird. Oder Fizz. Wobei Fizz höchstwahrscheinlich, ist es Fizz Mitte, also er wird Damage Fizz gehen. Finde ich momentan schwächer als Tank Fizz. Fiddle ist halt immer Hit or Miss so. Fiddle ist entweder komplett useless oder der macht halt einfach mal alles nass. Und ich hoffe natürlich, dass er eher in die erste Kategorie gehört. Wobei ich habe den Vorteil, ich werde wahrscheinlich ein bisschen einen tankigeren Itembild wählen. Also ich gehe natürlich, wie gesagt, das Jungle-Item, dann gehe ich noch Jinsus, aber dann, oh fuck, dann habe ich die Wahl. Ich könnte zum Beispiel Wits End bauen, weil es mir zum einen ziemlich viel MR gegen das Team bringt. Zum anderen proc der Effekt ja auch zweimal dank Jinsus dann. Das stelle ich mir ziemlich nice vor. Jo, gönn dir. Gönn dir doch! What the fuck? Er pinkt, ja, ich nehme ihn. Und dann so, ah, nee, doch nicht. Ja, Farm. Ja, exakt even. Das ist mit Vayne top-notch. Also mit Vayne auf der Lane even gehst, gewinnst du die Lane. Vor allem gegen eine Kalista, die dich eigentlich auf der Lane ganz gerne zerstört. Das war vielleicht nicht die beste Wahl. Naja. Nee, das war nicht worth. Das war gar nicht worth. Zumal die noch mehr Sustain haben als wir. Für einen CS, da habe ich ein bisschen gegreedet. Den muss man dann auch mal weglassen quasi. Ich habe ja auch keinen Warlords dabei, das heißt, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich muss den Pot mal schlucken. Safe ist safe. Hätte ich jetzt Warlords, hätte ich gesagt, ja gut, ich habe mich einfach... Okay. Der Flash war so boosted von mir. Holy shit, war der boosted, der Flash. Der war komplett unnötig, der Flash von mir. Aber ich habe auch nicht... Warum hat er geflasht? Habe ich überhaupt nicht verstanden. Die Kennister war so weit weg. Ich hab einfach nur aus Panik geflasht, weil ich habe geguckt, habe ich noch Heal up? Nee, ich habe gar keinen Heal. Scheiße, flashen wir mal lieber. Ach ja, genau, und man kann das machen auf der Lane. Man kann ein bisschen lastet mit Smite. Habe ich auch verpasst bisher. Ach, dass ich jetzt keinen Flash habe, das tiltet mich schon wieder. Das war so dumm.
So, der Terry war ganz alleine, ich war safe. Und dann so, ah, geh mal lieber auf Nummer sicher. Aber ich gehe davon aus, dass hier sowieso wenig Aggressionen. Ja, Level 6 müssten wir vielleicht noch ein bisschen aufpassen. Level 6 könnte ich mir eklig vorstellen, wenn quasi der Terry drückt Ult, dann ultet Callister ihn und man kann halt nichts machen außer wegrennen. Aber Fiddle, der wird der useless Fiddle, da freue ich mich natürlich drüber. Level 4 ist gestorben, die sind mit einem Double Kill. Ja, das hört man doch gerne. Ouch, fuck. Da ist Smite können. Hat Smite mehr Range als. Nee, Smite hat weniger als Auto-Attack Range sogar. Okay, go. No Flash, no Flash, no Flash. Lass doch auf den gehen, auf den. Der hat kein Flash. No Flash, no Flash, no Flash. Go. Oh, ich lebe. Huh. Hätte den Kill noch nehmen können, das war misplayed. Aber gut. Das ist halt das Dumme so. Du kannst auf der fucking Botlane nicht aggressiv spielen. Du benutzt dein Flash aggressiv. Ja, gut Job, der Jungler kommt, du bist tot. Nice. Das hatte ich gestern auch schon. Ich habe gestern mit Kutscher gespielt. Wir ficken die Lane übel. Wir gewinnen die Lane. Tut mir leid an die jungen Zuschauer hier an der Stelle. Gewinnen die Lane übel hart. Flashen. Die Gegner sterben fast. Dann Jungler, Double Kill, Lane verloren. Geil. Oh, fuck. Jetzt könnte man natürlich wieder argumentieren. Ja, dann guck doch, wo der Jungler ist. Musst du halt aufpassen. Ja, natürlich. Aber der Jungler kommt immer Bot, wenn du keinen Flash hast. So. Und du bist immer tot, wenn du keinen Flash hast, weil Botlane einfach dann drei Gegner sind, die dich töten. Und du underlevelt bist, weil du Botlane bist. Nein, ich hab's nicht gekriegt. Ich habe gesmited. Ich hätte smiten können, Mann. Ist noch Neuland für mich, Jungs. Ist noch Neuland, ne? Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Ich lebe? Die Ult war so nutzlos wie keine Ahnung was. Wie mein Flash vorhin. Ich hab nicht mal Q drücken können, weil ich keinen Mana mehr hatte. Nein, 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 verpiss dich, verpiss dich. Oh no! Nein, jetzt baitest du mich nur. Er hat doch Ult. Drück einfach Ult, wenn du safe sein willst. Oli? Ah, was macht ihr denn hier? Geht doch einfach weg. Verpisst euch bitte einfach. Wenn ihr jetzt hier noch stirbt. Ah, sie hat immer noch... Oh, der Hook! Beautiful! Hab ich. Nein! Oh mein Gott, ich war nicht in Range. Nein! Wie schlecht! So viel Range hat da gefehlt. Verdammt. Aber, Double Kill. Was den noch macht, er ist oben. Und jetzt so viele Speere im Maul. Nice, Triple Kill. Das ist doch mal ganz gut ausgegangen, würde ich behaupten. Damit kann man leben. Auch wenn ich das wieder so richtig, richtig schön gespielt habe, nicht? Top Lane ist immer wieder gestorben. Das ist natürlich nicht so geil, aber... 3-0 Asie, damit lässt sich arbeiten. 28 Farm Fizz. Ich ärgere mich nur darüber, Mann. Ich mach Q, denke mir so, nice, der Terry gehört mir. Und dann so... Oh, tot. Ah, Mann, ey. Mann, Mann, Mann. Mit Heal hätte ich das Ganze überlebt. Aber hätte, hätte, wenn sein könnte, Münte, Bünte, Tschinte, so. Bin jetzt Level 6. Okay, Kin... Was habe ich schon wieder? Kindred und Callister werde ich für den Rest meines Lebens miteinander vertauschen. Bin Level 6. Kindred... Mann! Callister. Auch. Aber ich habe... Das ist der einzige Nachteil. Du gibst halt Gold aus... für dieses Item. Und das kostet halt, glaube ich, 1000 und bringt dir im Endeffekt nur den Smite-Effekt. Und ich glaube, jetzt ist eine Situation, wo ich sagen sollte, halt, ich habe keine AD zum Lasteten, Mann! Genau das sollte ich sagen. Ich verkack schon wieder jeden Lasten. Ich habe original einen gekriegt! Einen! Go, oder? Dodge, Junge, Dodge. Machen wir, machen wir. Vielleicht sogar. Nein, 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 nein. Nein, Minion-Block, verpiss dich. Oh, oh, The Dream. Mach ihn doch. Huh. Easy Game. Alter, das ist schon wieder so. Das Niveau von diesem Spiel ist halt schon wieder auf minus 18. So. Ich mach so viele Missplays und stehe 3-1. Ja, good job. Und wisst ihr warum? Weil ich nicht aggressiv spiele. Weil ich einfach nur chille. Das ist so dumm. Aber gut. Man beschwert sich natürlich nicht. Freelo. Jetzt habe ich auch das Item fertig. Das heißt, jetzt kann man wirklich mal sehen, wie effektiv es ist. Wir werden den Tower einreißen auf jeden Fall. Jetzt, wir sind in einer Situation, wo wir ziemlich ahead sind. Unser Team... Oh, fuck. Unser Team kann wahrscheinlich snowballen. Zack, tschüss Tower. Oh, hat sie Ult? Ich habe auch noch... Oh, oh, hi. Oh, fuck. Ich lebe. Ich, als ob ich lebe. Oh mein Gott. Als ob ich das überlebe.
What the fuck war das für ein Damage? Ich bin so ein Boosted Shit fuck Missgeburtenkind, Alter. Wie bin ich denn da gestorben? Bravado. Ach, die Passive. Oh nein, Alter. Ich denke mir so, ja. Ich habe 250 Leben. Ich habe ein bisschen Lifesteal durch Dorans. Das ist ein Taric. Da bin ich safe. Und dann holt der die Keule raus und kloppt mir die Birne weg, Alter. Ach du Scheiße. Das war richtig, richtig schön bad von mir. So, was haben wir uns jetzt? Jinsus, zack. Das hätte ich halt. Also, ich hätte ihn auch einfach smiten können. Dann hätte ich das, glaube ich, überlebt. Wobei ich nicht weiß, ob ich Smite ready hatte. Da bin ich mir sicher. Ich hätte auch einfach den scheiß Pot nehmen können. Hätte ich überlebt. Ich hätte auch einfach E drücken können. Hätte ich überlebt. Oder ich hätte einfach nicht mal hingehen sollen. Hätte ich auch überlebt. Aber ich dachte mir so, ah, easy peasy. Tot. Schade. Dafür haben wir jetzt das Ding fertig. War auch ein bisschen greedy, da noch zu bleiben. Für den Turret, muss ich ehrlich sagen. Zack. Und das könnt ihr natürlich auch sehr gut machen damit, den Jungle. Denn, als AD Carry, wo seid ihr am gefährlichsten, am gefährdetsten? Auf der Lane. Das heißt, ab in den Jungle, schön farmen. Das könnte echt... Ich sag euch, Jungs, das wird Meta. Das wird sowas von Meta. Ich spiele auch jetzt das erste Mal seit einer Woche oder wieder an dem PC hier. Das heißt, meine Mechanics sind nicht ganz so on point. Ich hab richtig Bock, die Kalista zu 1v1. Ich hab richtig Bock. Da ist ein Pinkwort, oder? Die hat keine Vision. Oh, Kalista? Hast du Bock? Wo ist die? Hallo? Hallo? Oh mein Gott, als ob die Mitte kommt. Ich hätte den Pinkwort hier entstellen sollen. Verdammt. Jetzt komm doch mal ran, Kalista. Kann doch nicht sein. Als ob. Wahrscheinlich drehst du dich um, Junge! Du willst mich doch verarschen, oder? Du willst mich doch komplett verarschen. Danke! Als ob er hier langläuft und so, oh, nee, heute habe ich doch keine Lust, nach unten zu gehen. So, da war 100 Pro keine Vision, das wäre er nicht hier gewesen. Oh Mann, aber hat funktioniert, danke, Asie. Ich werde halt gerade schon brutal gecarried vom Team. Report Fizz for Boost. Sagt der 1-3-Fiddlesticks. Okay, lassen wir mal so stehen. Das ganze Game wurde einfach nur durch diese Botlane-Aktion gesnowballt, wo der fucking Asie 3 Kills gekriegt hat. Weil er, man muss sagen, er hat seitdem hat er nicht nochmal einen Kill gekriegt. Also der Lucian, der Lee Sin macht sogar mehr Work. Hätte ich jetzt nicht gedacht, so. Oh mein Gott. Bitte nicht aufs Last Hit achten, wie gesagt. Ich bin Rentner. Und Smite. Und dafür kriege ich den. Weißt du, Smite ist so, wenn die der Safe ist und dann kriegst du den nächsten nicht. Das ist Last Hit Karma. Aber ich glaube, der Vorteil ist natürlich, man sieht, ich mache 125 Damage, obwohl ich nur 109 AD habe. Das heißt, dieses Extra-Damage-Zeug von dem Jungle-Item, das prockt auch auf Minions. Das heißt, anders als zum Beispiel, wenn ihr Phantom Dancer baut oder so, wo ihr ja wirklich keinen Schaden macht an Minions, habt ihr hier diesen Extra-Damage noch so ein bisschen. Und die Jungle-Minions, könnt ihr halt richtig hart nageln. Das ist halt geil. Und ihr kriegt vor allem auch den Buff. Also der Buff bringt mir jetzt nicht ganz so viel, aber wenn ich zum Beispiel den Grump-Buff habe von 1v1 oder den... Ja, wenn ich am Red-Buff nochmal heile. Also ich glaube, das könnte halt echt nicht schlecht sein. Zumindest auf so Champions, die viel mit Onnits arbeiten. Vayne auf jeden Fall. Auf wem könnte es noch okay sein? Ich weiß nicht. Twitch vielleicht? Aber wahrscheinlich echt nur auf Vayne. Wie gesagt, steht jetzt natürlich 4-17, also... der Item-Build sagt jetzt relativ wenig über den Ausgang des Spiels aus oder andersrum. Der Ausgang des Spiels sagt wenig über den Item-Build aus. Fizz, komm mal ran. Fizz, komm mal ran. Du willst mich doch engagen. Oh, lol. Ja gut. Das war jetzt ein bisschen unlucky tatsächlich. Safe. Tschüss. So, wie viel haben wir noch? 600 noch. Jinsu ist echt teuer geworden. Aber auch echt stark. Das einzige Problem, was ich mit diesem Item auf Vayne habe, ist, du kriegst 50 AP und nochmal 4x6. Was ist 4x6? 24? Bin ich dumm? 16? 20? 24 ist richtig, oder? 24. Ich bin einfach ein Mathe-Gott. Ich bin Mathe-Genie, Jungs. Merkt euch das. Das heißt, du kriegst 74 AP. So, und was skaliert denn jetzt bei Vayne nochmal mit AP? Wir gucken mal kurz nach. Genau richtig. Gar nichts. Und das heißt, du kriegst 72 AP. Jetzt überlegt euch mal, wie viel müsst ihr normalerweise für 72 AP ausgeben, ja? Kann man relativ gut nachgucken, denn der hier bringt 60 und kostet 1300. Das heißt, ihr gebt ungefähr 1500 Gold beim Jinsus aus für AP, die auf Vayne komplett daneben geht.
1500 Gold einfach in den Sand gesetzt. Bei dem alten Genesis konnte man noch sagen, okay, weil das war so unglaublich kosteneffizient, das war einfach egal. Aber bei dem neuen, ich glaube, das ist nur noch so 140-150% kosteneffizient. Da könnte man sich wirklich eventuell denken, so, ah, diese AP, vielleicht doch nicht ganz so worth. Wobei natürlich der Effekt, dieser Doppelschuss-Effekt, also der alte Devourer-Effekt quasi bis zum Maximalen benutzt wird auf Vayne, wenn du dieses Jungle-Item auch noch baust. Das heißt, diese 3% Damage, die du machst, Max HP von dem Jungle-Item, procken natürlich jedes zweite Mal doppelt. Deine Bullets, also deine Bolts procken jedes zweite Mal doppelt. Also du brauchst quasi nur zwei Autotags, um den W auszulösen. Und wenn man dann noch Wits End oder so baut, dann braucht das natürlich auch nicht so lange, um Mut zu stacken. Also, ich glaube, es, wenn auf so einem Champion wie Vayne, dann nur, wenn man es kombiniert mit halt dem Jungle-Item oder Wits End oder Blade oder so ein Shit. Aber, oh, schade. Aber nicht irgendwie einfach nur so. Oh nein, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Tschüss. Hey, wir nehmen die halt so hart auseinander. Also da könnte ich auch wirklich... Da könnte ich halt... Komm, YOLO. Nein! Oh mein Gott! Hat die, sie hat meine Autodeck gecancelt! Nein! Oh mein Gott! Oh nein, also dass das ein dummer Engager war mir von Anfang an klar, aber ich dachte mir so, ja, YOLO. Und dann flasht die weg und mein Auto wird gecancelt. Ich glaube, ich spinne, Alter. No way. Holy shit, aber wir haben jetzt Genesis ready. Bauen wir dazu noch. Okay, noch Bock. Tech Speed. Ich gehe jetzt auf Winston tatsächlich, weil die haben halt 3 AP-Champs. Kellister seit Kellister. So. Ich glaube, ohne. Oh, wobei die ist 040. Okay, nee, die würde ich auch so nass machen. Da gerade so ohne Ult. Aber nee. Das ist natürlich jetzt ein, sagen wir mal, nicht ganz so ausgeglichenes Spiel, um ehrlich zu sein. So, guck mal, seht ihr das? Ihr braucht halt 2 Stacks, um den W zu bocken. Das ist halt wirklich nice. 2 Stacks für den W ist echt geil. Also quasi im Endeffekt habt ihr, wenn ihr 6 Autotex macht, habt ihr, anstatt 2, habt ihr 3 W-Procs. Das ist halt wirklich geil. Der einzige Nachteil ist dann natürlich wieder, man muss das Ding erstmal vollstacken. Wer hat mir den Redbuff gestealt? Wer hat mir den Redbuff gestealt? Welche Nutte. Ja, da seht ihr, das ist halt wirklich geil. Also ich glaube so, wenn man 3, 4 Items hat, dann ist der Itembild wirklich nice. Aber im Early Game kriegt ihr halt brutal aufs Fressbrett. Wie das aber auch aussieht, da kommt einfach dieser doppelte Stack, das sieht super nice aus. Ach, holy shit. Aber ihr müsst euch halt immer, das ist halt auch das Ding so, man sieht jetzt, ja, der Itembild funktioniert, man performt ganz gut, man ist jetzt nicht useless, man macht Damage, nice. Man muss sich aber auch immer denken, so, wie nützlich wäre ich jetzt, wenn ich einen normalen Itembild gebaut hätte. Und bei dem Gold, was ich von meinem Team gefeedet bekommen hätte, hätte ich jetzt wahrscheinlich Blade plus Phantom Dancer. Ja, mindestens das. Und damit würde ich halt auch, tschüss. Oh mein Gott, ich bin so boosted, Alter. Ich dachte, das Ding ist Sansi. Fuck. Okay, ist das tot? Okay. So. Ich werde jetzt auf jeden Fall beim nächsten Event auch hergehen. Ich werde mal gucken, wie viel ich aushalte mit diesem Smite-Ding. 20% weniger Damage, wie viel Schaden ich mache. Also wenn ich da jetzt sterbe und nicht perfekt positioniert bin, dann wird natürlich jeder zweite wieder schreiben, LOL, du fucking boosted Bonobo! Aber wie gesagt, es ist halt einfach nur aus Protest nicht, sondern nur zum Testen. Soll ich so für? Aua, aua, aua. Ja, lass Baron machen. Den Baron, den rasiere ich halt auch super schnell weg, ne? Wir haben Double, wir haben fucking Double Smite, wir haben Jinsus, Double Proc W, die fucking alles spricht hier für den Baron. Vielleicht könnte man ja auch Jungle Vayne spielen. Momentan ist ja Jungle sowieso übertrieben farmintensiv, also vielleicht dann so schön Vayne Jungle mit dem gleichen Item, den ich gerade fahre. Ne, wir machen da weiter, oder? Komm noch ran, wir haben Double Smite. Na gut. Und der bessere Smiter kriegt ihn. Der bessere Smiter kriegt ihn. Da ist natürlich auch keine Frage, wer das ist. Oh, hier sollte ich vielleicht nicht hin. Hier sind wir ganz so gesund. Okay. Man könnte natürlich auch Blade bauen, ne? Blade ist natürlich auch nicht schlecht, wenn das doppelt prockt. Wird's entweder aber, glaube ich, gegen das Team echt chilliger, weil die halt super viel mehr Damage haben. So, wir holen uns das, wir holen uns das. Schuhe. Braucht das Land Schuhe? Ja, das Land braucht keine Schuhe. Wenn, dann Merkurs, aber. Ja. Ja. So. Ist 1,5 Attack Speed.
Can you guys FF? Hört sich nach einem fairen Abtausch an. Wir surrendern und die gewinnen. So, also 3% Max HP on Hit. Das heißt, wieder bei 6 Autotex, ne, bei 2 Autotex quasi 9%. Bei 2 Autotex 9% Max HP. Das ist schon echt viel. Dann noch der W. Bei 2 Autotex 9% Max HP plus nochmal 12% Max HP. 21% Max HP alle 2 Autotex? Das hört sich nach ordentlich Damage an. Wollen wir da eben? Ah, ne, ich alleine nicht. Komm mal ran hier. Oh, oh, oh. Was ist denn? Was ist da denn los? Oh, oh. Ja, ich war natürlich wieder optimal positioniert. Oh, und dann kam der Fist. Das hätte ich halt sehen müssen. Ich wusste, dass der hier ist. Das war natürlich. Wenn jemand stirbt, während man 10-30 steht, dann ist es Sola auf AD Carry. Dann ist es der Sola. Wäre ja auch sonst zu easy. Wie gesagt, der hat ja geschrieben hier. FF, please. Mache ich jetzt indirekt nur. Ah. Ist ein bisschen schade, also ich kann halt im Endeffekt jetzt nicht so wirklich zeigen, der Item-Build ist geil, der ist nicht geil, weil, wie gesagt, ich hätte wirklich, glaube ich, Rabadons bauen können, das Game würde exakt gleich so ausgehen. Also, wenn wir gleich auf den Damage-Graphen schauen, ich habe wahrscheinlich so viel Damage wie Blitzcrank gemacht, wenn überhaupt. Das ist halt ärgerlich. Das ist ärgerlich, so. Immerhin gehen sie jetzt nochmal Base, also sie werden nochmal zurückgezogen, das heißt, ich habe vielleicht nochmal eine Chance, ein paar Autotex zu machen. Also wir fassen nochmal zusammen, wenn das Ding vollgestackt ist, 21% Max HP, alle 2 Autotags plus 120 Bonus Damage on it. Das hört sich solid an, oder? Also wenn ihr mich fragt. Könnt ihr so ein Bild echt so jetzt dann danach Tank gehen? Jetzt dann, sagen wir mal, vielleicht noch einen Frozen Mallet bauen? Oder einen Phantom Dancer für die 12% weniger Damage nochmal. Wobei ich glaube nochmal... Jetzt so ein bisschen HP haben wäre ganz geil, glaube ich. Man hat jetzt diese Max-HP-Kacke, man hat jetzt hier prozentual Smite 20% weniger Schaden. Wobei Smite kombiniert mit Phantom Dance halt auch immer geil. Das ist auf Grave, auf Kindred. Warum nicht auf Vayne? Aber ich gehe tatsächlich auf Sterax. Weil ich habe relativ wenig Leben, das heißt, das Ding prockt. Na, wobei, wenn man wenig Leben hat, ist das eigentlich scheiße, ne? Dann prockt das relativ spät erst. Aber wenn ich Spellvamp habe, dann kriege ich Leben durch die Wild's End Stacks wieder. Ah, muss doch noch ein bisschen Theory craften, was für ein Item Build da worth sein könnte. Also gegen das Team, wenn es jetzt ein Game was ausgeglichen ist, würde ich mir auf jeden Fall den QSS holen müssen. Das steht außer Frage. Gegen Fiddlefizz. Aber wenn wir einfach mal von dem perfekten Szenario quasi ausgehen. So, jetzt ist Wild's End vollgestackt. Jetzt lasst mich mal 2 Autotex machen, Jungs. Jetzt lasst mich mal 2 Autotex machen, ihr Stricher. Okay, das waren 3 Autotex. Ja. Also ich habe irgendwie gerade überhaupt keine Übersicht mehr. Man merkt, dass ich eine Zeit lang dass ich jetzt in den letzten Tagen nicht so viel LoL gespielt habe. Ich bin übel gerade so, was die visuellen Reize angeht, bin ich gerade voll Oh Mann, voll ausgelastet so. Na gut, zum Glück haben wir ein gutes Team gehabt. Also, ich denke, der Item Build, der könnte wirklich ganz nice sein, muss ich tatsächlich sagen. Also, ich glaube, da ist Potenzial vorhanden. Ich werde das jetzt nicht das letzte Mal spielen. Wahrscheinlich, ich werde morgen streamen übrigens. Da werde ich das wahrscheinlich auch nochmal ausprobieren. Vielleicht sogar im Jungle, Toplane, mal gucken, wo es am besten funktioniert. Könnt ihr auch mal selber ausprobieren und dann in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, was ihr für einen Erfolg hattet und welchen Item-Build ihr empfehlen würdet. Wie gesagt, ich denke, man würde dann gehen, das Jungle-Item, Rageblade, vielleicht nur jetzt wenn die Gegner viel AP-Schaden haben, ansonsten vielleicht ein Blade, wenn die viel Tankiness haben oder wenn die viel Burst haben, irgendwas HP-mäßiges, so Frosthammer, Sterax, Maw, irgendwas davon, vielleicht noch ein BT für mehr Lifestyle. Auf jeden Fall so ein bisschen tankier, nachdem man die beiden Core-Items hat. Hört sich nice an, ich hoffe, ihr habt Spaß bei diesem Video, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal.